EU-Standard-Vertragsklauseln jetzt also doch nicht. Tja, das war's dann wohl mit Datenverarbeitung in den USA, ne? Oder gibt's da noch einen Weg drumherum? Bleibt dran, wir klären das jetzt mal. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Plesnik von Datenschutz ist Pflicht und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und dieses Video anschaust. Wir haben bereits über das Thema Privacy Shield und natürlich die damit verbundene Gekipptheit des Privacy Shields, also die Aussetzung dieser Klausel, dieses Gesetzes, gesprochen. Hier gibt es ein kleines Update zu diesem Thema. Denn in unserem letzten Video, was wir dir natürlich in der Beschreibung und auch hier irgendwo verlinken werden, haben wir gesagt, dass du am besten jetzt hingehst, nachdem du deine Prozesse kontrolliert hast und geguckt hast, mit welchen Auftragsverarbeitern du zusammenarbeitest, du jetzt schaust, ob dieser Auftragsverarbeiter dir unter Umständen eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung mit EU-Standard-Vertragsklauseln anbieten. Jetzt hat sich etwas Neues ergeben, und zwar hat die erste Datenschutzbehörde in Deutschland aus Baden-Württemberg sich zu Wort gemeldet und verlauten lassen, dass sie als Behörde an das Gesetz gebunden sind und sie nun bei Prüfungen auch streng dagegen prüfen müssen. Das soll bedeuten, es wird überprüft, hast du AV-Verträge mit Unternehmen, die dem Privacy Shield unterlegen, beziehungsweise die in Amerika ihren Hauptsitz haben oder einen Sitz haben und dort dem Patriot Act unterliegen. Denn damit ist dann auch nach neuer Aussage die Argumentation mit den EU-Standardvertragsklauseln wohl nicht mehr haltbar. Das hört sich jetzt erstmal wie ein absoluter GAU an und gelinde gesagt ist es das eigentlich auch. Denn im Endeffekt sorgt die EU-Datenschutzgrundverordnung an dieser Stelle mit dieser Gesetzgebung in Zusammenhang mit dem Patriot Act in Amerika dafür, dass du als Unternehmen in Europa nicht mehr mit Dienstleistern aus Amerika, die Telekommunikationsanbieter sind, zusammenarbeiten darfst. Ich möchte das an dieser Stelle nochmal genau erklären, warum das so ist. In den USA gibt es ein Gesetz, das nennt sich Patriot Act. Und in diesem Patriot Act ist eine bestimmte Klausel enthalten, die offiziellen Regierungsstellen und damit eben auch allen Geheimdiensten Amerikas ermöglicht, ohne irgendeine Aussage darüber, warum sie Zugriff auf Daten brauchen, diese Daten zur Verfügung gestellt werden müssen. Also im Endeffekt könnt ihr euch das vorstellen wie eine Standleitung der NSA, CIA und des FBIs in alle Server- und Datenverarbeitungen von Telekommunikationsunternehmen in Amerika. Darunter fallen natürlich alle großen Unternehmen, die im Internet Social-Media-Plattformen betreiben. Darunter fällt Google, darunter fällt Amazon und so weiter und so fort. Das bedeutet, all diese Anbieter, streng genommen, dürfen wir aktuell in Europa, um wirklich auf der ganz, ganz rechtlich korrekten und sicheren Seite zu sein, nicht nutzen. Das sagt die aktuelle Rechtslage. Unser Vorschlag ist deswegen trotzdem, weil wir in unserer Erfahrung gemerkt haben, dass Datenschutzgrundverordnung und Datenschutzkonformität mehr heißt, zeige den richtigen guten Willen, als tue wirklich das exakt Korrekte, dass du jetzt hingehst und wirklich EU-Standard-Vertragsklauseln dir anschaust von den Anbietern, sorgst dafür, dass die unterzeichnet sind, dass du vernünftige AV-Verträge hast. Falls eine Prüfung kommt, kann dir niemand garantieren, dass das vernünftig über die Bühne läuft oder dass das angemeckert wird. So ist nun mal die aktuelle Lage um den Privacy Shield und das aktuelle Update. Es tut uns sehr leid, dass auch dieses Video wie das letzte wahrscheinlich für Unmut sorgen und dich wieder weiterhin im Unklaren darüber lassen, was soll ich denn jetzt nun wirklich tun? Dementsprechend bleibt hier an dieser Stelle nur festzuhalten, es gibt keinen Weg, es rechtlich korrekt zu machen, außer keine Drittanbieter aus den USA im Telekommunikationssektor mehr zu nutzen. Das ist Fakt. Wie sich das weiterentwickelt, wissen auch wir nicht. Wir wissen nur, das Thema steht allen bis hier und wir hoffen, dass dieses Video dir ein bisschen Klarheit darüber bringt,
vielleicht auch, wie du im Einzelfall argumentieren kannst. Wichtig ist definitiv, dass du für alle Verarbeitungen, die du hast, klar bestimmen kannst, zu welchem Zweck verarbeitest du welche Daten, in welchem Umfang und wer ist davon betroffen. Also führe ein vernünftiges Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten und hoffe darauf, dass deine Auftragsverarbeiter nicht auf der roten Liste bei der nächsten Behördenprüfung stehen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen, auch wenn es deinen Schmerz nicht lindern konnte und du lässt uns trotzdem eine Gefällt-mir-Angabe da. Abonnierst diesen Kanal, damit du in Zukunft keine weiteren spannenden Fragen an einen Datenschutzbeauftragten verpasst und teilst das Video in deinen sozialen Netzwerken mit deinen Kollegen. Hint to the hint hint, Privacy Shield, EU-Standardvertragsklauseln. Aber egal. Außerdem, wenn du Fragen zum Thema Datenschutz hast, die vielleicht nicht gerade so prekär sind oder so schwierig richtig zu beantworten, dann tun wir das gerne hier auf diesem Kanal und du schreibst uns die einfach in die Kommentarzeile unter einem unserer Videos. Dann kriegst du auch zügig eine Antwort, versprochen. In diesem Sinne, mein Name ist Stefan Plesnik von Datenschutz ist Pflicht. Danke für deine Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.